Ich grüße euch, willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Leute, wir werden nicht schlafen, wir werden nicht ruhen. Wir haben nämlich einiges zu tun. Wirklich einiges. So, jetzt suche ich zuerst mal so ein Tauschfässchen. Denn ich will Diddy Kong werden. Hier ist eins, gut, das Glitzern verrät es ja schon. Dann gucken wir uns hier mal kurz mit Diddy Kong um, mit dem guten Dietmar. So. Gibt's ein paar Bananen für ihn. Ganz nett. So. Ja, gut. Gut, jetzt haben wir genau 50. Ich mag das, wenn es so gerade Zahlen sind, die auch gut ausschauen. So. Das indicated auch so ein bisschen, ob man was verpasst hat oder nicht. Ich meine, hätte ich jetzt nur 41 oder 43 Bananen, dann könnte ich davon ausgehen, dass ich irgendwo 2 verpasst habe. Muss aber nicht sein. Ja, keine Ahnung. Ob ich mir folgen könnte. Was ist hier? Nacht oder was? Cool. Ja, komm! Komm schon, das könnt ihr doch gelten lassen! Nein! Was ist denn das für ein blöder Baum? So, mit dem Hasen haben wir uns ja schon im letzten Part angelegt. Wettrennen mit Lanky gegen ihn. Der ist aber ein Betrüger. Es tut mir leid, dass ich es so sagen muss. Da muss ich erstmal offenbar eine Fähigkeit lernen. Aber ja, kriegen wir alles hin, oder? So, da war noch irgendwo ein E-Gitarren-Symbol, oder? Hier? Yeah. Ja, komm. Lass mich jetzt da hoch. Bleib da oben. Hallo. Hat's nicht gewirkt? Offenbar nicht, okay. Na gut, dann halt nicht. Dann ist es vielleicht etwas, das man nur in der Nacht erledigen kann. So denke ich mir das halt. So, ich weiß, dass hier eine rote Banane war, genau. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Zu Cranky Kong. Und zwar mit dem Lanky Kong. Und schau mal, ob der einen Trank für einen Lanky hat. Denn offenbar kann man das zweite Rennen gegen den Hasen. Ja. Nur mit einer Spezialfähigkeit gewinnen. Und diese Spezialfähigkeit, die habe ich halt noch nicht drauf. Oder? So, genau. Man muss den Hasen dann sogar in 2 Runden schlagen. Ein bisschen unnötig. Denn eine Runde ist ja eh relativ lang. Nein, bestimmt nicht. Ja gut. Da kann ich aber diesen Trick gar nicht erlernen. Was soll ich machen? Was soll ich denn dann tun? Wenn man den jetzt in der nächsten Welt erlernt, diesen Trick, dann können wir diese Welt noch gar nicht abschließen. Oder? Na, wir werden es rausfinden. So, jetzt aber Leute, jetzt ist es soweit. Jetzt lassen wir es Nacht werden. Würde ich vorschlagen. Seid ihr einverstanden damit? Na, warum auch nicht? Der hat auch schon alle Bananen fast. So, schauen wir uns mal an. So, Nachtschalter. Treffen sollte man. Servus. Hey, ihr Penner, es ist Nacht! Tatsächlich. Alter, gruselig, Mann. Der Mond kommt näher.
Alter, die Musik hat sich geändert. Coole Atmosphäre. Wart ihr schon mal nachts in einem Wald? Ich finde das mega cool. In meiner Gemeinde gibt es ja Wälder. Und da ist dann nichts beleuchtet in der Nacht. Und es ist wirklich gruselig. Lauscht die Musik. Oh, geil. Ich sag ja, Rare hat's drauf. Die können Wälder erstellen. Oh, jetzt sind natürlich auch andere Feinde unterwegs. Beziehungsweise andere Geschöpfe. Fledermaus. Ein Wolf hört man auch schon. Finde ich klasse. Dunkel ist es, oder? So, wo war jetzt dieser blöde Pilz? Mit... Da. Oh! Aha. Ist hier sonst noch was? Schaut nicht so aus. Aber hier mal schauen. Na gut. So, jetzt müssen wir das Level natürlich ein zweites Mal erforschen, denn dadurch, dass jetzt tatsächlich Nacht ist, hat sich einiges getan. Alter, Moment mal. Ich muss kurz hier den Vorhang von mir schieben. Sonst sind die Spiegelungen auf meinem TV zu hell und dann sehe ich halt nichts. So, dieser Irrgarten, dieser Dornen-Irrgarten ist offen jetzt. Der war zuvor am Tag zu. Glaube ich zumindest, oder? So, der hat jetzt bald auch alle Bananen, wie es aussieht. Verwundbarkeit, oder? So, wie komme ich jetzt auf diesen... Jetzt muss ich auf diesen Dornenbusch. Dadurch, dass ich jetzt keinen Schaden nehmen kann, kann mir diese Dornenpflanze auch nichts tun. Aber ich kann auch die... Oh, doch, kann ich. Alter, es ist dunkel hier. Ist das dunkel? Es ist zu dunkel. Und so geil hier. Heb dich doch. Monkey. Wieso ist das verpackt? Langsam lauf. Aber müsst ihr die Kristallkuppel und die gehen raus. Geht schon, geht schon. Heil dir, Moritz. Ah, hier ist der gelbe Fritze. Gebracht hat uns jetzt nicht. Ich glaube, wir haben mehr Kokosnüsse verbraucht, als wir... Oh, Skelett-Typi, geil. Knochentrocken. So, hallo. Dankeschön. Okay, jetzt was Lilanes. So, aber das kann doch nicht alles gewesen sein hier. Da ist doch bestimmt was versteckt, oder? Nee, das können die nicht. Jetzt schauen wir mal. Ja, man erhält tatsächlich Schaden von diesem Busch. Hallo, Knochentrocken. So, was hat's mit diesem Häuschen auf sich? Da kannst du doch rein, erzähl mir nix. Komm. Oh, aua. Ja, Mann, ich war doch auf dem Schalter.
Ich bin auf einem verkackten Schalter, Mann. Müsst ihr beim Schalter sind. Ja, gut, okay, du hast gewonnen. Auf dem Schalter sind zwar keine Dornen, aber das Spielbild ist so. So. Zufrieden? Zufrieden. Na gut, warum nicht gleich so? Mach das weg, denn wir haben nicht mehr viele Kokosnüsse. Brauch ist relativ hoch. Braucht man ja für alles mögliche. Wo sind wir jetzt? Hallo? Eine Scheune oder so ist das. Donkey Kong. Aha. Alles klar. Oh, hier sind Münzen drin. Ja, cool. Das ist das Zeitlimit, natürlich. Servus, was bist du für ein Verrückter? Ich sehe doch nichts, Freunde der Sonne. Ich weiß noch gar nicht, wie man hier hochkommt. Nüsse. So, gut, dass jetzt dieser Jingle zeitverzögert kam. Das kannst du auch noch nehmen. Macht euch, verkopft euch nicht, wir finden schon noch drauf. Vielleicht eh ganz simpel irgendwo eine Leiter oder so. Ja, tatsächlich, okay. Du musst es mir nicht immer zeigen, Spiel, aber ich danke dir vielmals. So, geh auf die Leiter bitte. Alter, was für Stöhngeräusche der macht beim Klettern. So. Und jetzt schauen wir uns mal das Minispielchen an. Ah, sowas haben wir auch schon erlebt. Schicht im Schacht. Meide die Tintilo. Und so, das ist jetzt hier schwieriger. Geh da rein. Ein Scheiß hier. Oh shit. Gut, jetzt krachen wir da rein. Ja, da musst du schon besser voraussehen in diesem Spiel. Nein. Es sind immer die Erklärungen dabei. Das nervt ein bisschen. Gut. Ich kann ja auch beschleunigen, Leute. Also ich muss hier raus. Schon wieder. Oh, da hätte ich raus sollen. Ja, gut. Ja, natürlich, neuer Versuch. Wir wollen das schaffen. Welcome to Bonus Stage! Welcome to Bonus Stage! Gut, my body is ready. So. Hier gehe ich wieder raus, komm. Man muss nur diese Loren verarschen. Gut. Oh nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt hätte ich hier raus sollen. Ich bin so deppert. Deppert der Bulli. Ja, bitte. Erklär mir das nicht immer. Es ist simpel, Leute. Verkopft euch nicht. Ich kann ja schnell fahren jetzt. So, ich muss rein. Verstecken wir uns mal hier. Hier muss ich raus.
In der nächsten sollte ich auch raus. Nein. So, gut, gut, gut. Well enough. Ist ein bisschen tricky. Und man kann es auch durchaus verstehen, wenn man da ein paar Versuche hinblättert. Aber jetzt habe ich es ja relativ schnell geschafft. Diddy Kong hat immer noch nichts, der Arme. Ja gut, bis auf die Blaupause halt. Ist auch schon viel wert. Vor allem für das Endgame dann. Ihr werdet sehen. So, 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 so. Gut, das Häusle haben wir abgehackt. Was ist hier drin? Das lächelt mich auch schon die ganze Zeit verdächtig an. Aha. Eine blöde Fee. Ist aber viel versteckt, oder? Gut, das hat auf Anhieb geklappt. Ne, das ist echt ein bisschen fies versteckt. Naja, es ist ja ein Ausrufezeichen da. Also kann man da schon drauf kommen, aber wenn man ein bisschen unaufmerksam ist, dann hat man da schon Probleme. So. Jetzt gucken wir uns nochmal diese Mühle hier an. Also hier ist jetzt auf jeden Fall ein Tor offen. Aha, hier unten sind Bananas. Also das Tor ist jetzt offen. So, komm Lenky, wir werden jetzt mal zu dir. Und du kannst da jetzt gleich hochklettern. Denn jetzt ist Nacht und dann ist da oben auch offen. Das ist schön. Aha, hier unten sind dann auch noch Bananen für Tiny. Mhm, gut. Gut, 90 Bananen, das ist gut. LOL, verarsch mich doch nicht. Verarschung hier. Ich dachte, hier ist was für Lenky oben. Na gut, offenbar nicht. Aber hier. Also hat sich das schon gelohnt. Aha, die letzten Bananen. Dankeschön. So, Lenky ist in Hinsicht Bananen schon abgeschlossen. Mhm. Wieder Gegnerhorden oder was? Ja, wir haben jetzt Verfolgungsmunition. Wir müssen fucking sprechen. Müssen wir die eigentlich leicht klein kriegen? Guck mal, das schießt sogar, auch wenn man nicht im Zielmodus ist. Diese Musik. Die fliegen aber auch flink, oder? Kommen da mehr? Dankeschön, gell? Donkey Kong. Halt dich hier mal. Wo geht's raus? Wo geht's hier raus? Ich hab Platzangst. Schön, dass es hier einen Ausgang gibt. Hier vielleicht. Ja, yeah, der ist aber auch schwierig zu finden, wenn es so dunkel ist. Aha, hier muss Tag sein. Ah, jetzt hier. Okay, da hätte ich dann einfach reingekommen. Das wäre der offizielle Weg gewesen, wie ich hier reinkomme. Wieso sind die Jingle immer ein bisschen verspätet? Das liegt nicht an meinem Video oder so. Oder am Videoprogramm. Ne, das liegt am Spiel. Ich meine, hier, guck mal. Diese Geräusche sind ja synchron zum Move. Ja, macht aber nichts. Nervt ja nicht besonders, oder? So tiny. Musst hier eine Runde schwimmen. So, lieber ein bisschen langsamer, dafür nichts verpassen, denn wenn wir wieder umdrehen müssen, ist es umso ärgerlicher. Oh, oder ja, ihr seht's.
sammle. Guti. Gut, die 75 sind voll. Komm, die 80 kriegen wir auch noch, oder? Ja, yeah, sieht gut aus. Das waren alle, die es hier unten gibt für sie. So, Leute! Jetzt müssen wir mal das Geheimnis dieser Mühle rausfinden. So, hier kannst du auf jeden Fall klein werden. Da kannst du hier rein. Was hat sich denn da drinnen so getan? In der Nacht. So, Triangel, okay. Aha. 95 Bananen. Ist hier noch eine Staude? Komm, hier wird ja wohl noch eine Staude sein. Lieber nochmal rundum schauen. Alles verpassen. Hier scheint aber echt nichts mehr zu sein. So. Triangel, okay. Gehen wir da rein. Ah! Da ist hier. Spinnennetz. Holy shitty! Niam, niam. Zwischenbosszeit, Leute! Lol, ist die. Achso. Alter. Gut, diese Mühle beherbergt also tatsächlich eine riesige Spinne. Alter, voll gommerhaft, oder? Gruselig. Alter, wie schnell die ist. So, und jetzt ins Auge, oder? Ja, yeah, natürlich. Ah! Wow. Ja, diese Spinnen sind... Alter, ich kann mich nicht mehr gescheit bewegen. Die Steuerung ist umgekehrt, weil ich getroffen wurde. Jetzt ist sie wieder normal. Du musst zuerst alle Spinnen... Babys töten, damit der sein Auge öffnet und dann... Die werden auch immer widerspenstiger, merkt ihr? Und der kotzt sich hier einen runter. Oh, oh. Ja, komm! So ein Scheiß. So, jetzt aber, komm. Bist du immer noch nicht tot? Wie lange lebt denn der? Mann, was machst du? Machen wir das halt so. Alter, wieder schnarcht die Spinne. Gibt's noch nicht, wie viel Leben hat der? Ja, komm doch! Mann! Ist doch eine Verarsche hier! Scheißdreck!
Mein Gott, so unnötig! Ich hab doch gar nicht so auf Schlagen gedrückt. Oh. Ich hab auf Rollen gedrückt. Ja, komm runter, du Trottel. Ja, friss mich halt. Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen aufgeregt. Tut mir leid. Ich will euch nicht mit meiner negativen Stimmung anstecken. Ja, ist mir klar. Ja. Hör auf mit dieser Dudlerei. Ja, ist schön, dass ich noch so viel Muni hab. Ah, hier ist ein Abgrund, oder wie? Das ist schön. Wäre schon eine schöne Scheiße, wenn ich hier runterfliegen würde. Aber... Ja, schon wieder hat es diesen Schlag gemacht, obwohl ich das nicht will. Ah, komm. Getroffen. Der Boss ist so simpel und ich habe es trotzdem geschafft zu failen, Leute. Ja, was machst du denn? Eigentlich voll brutal, wir töten die ganzen Babys. LOL, was ist jetzt passiert? Was soll der Scheiß? War ich jetzt eingenetzt oder wie? Na gut, der hat genau geschossen mit seinem Netz, als ich gezielt hatte. Kann ich hier eigentlich... Yes, schaut mal, wie simpel. Das ist ja gar nichts. Lol, voll auf mich rauf? Ist das normal? Jetzt ist er klein. Ja, komm! Ich glaube, das ist voll der Zufall gewesen, dass er auf mir gelandet ist. So. Jetzt kriegen wir eine Banane dafür. Hat sich gelohnt. Ja, cooler Zwischenboss. Cool, oder? Doch. Finde ich schon. Donk, Donkey Kong. Super. Wieder eine Banane mehr und ein cooler Zwischenboss hier mitten in der Nacht erledigt. Lässig, oder? Und alle Bananen für Tiny. Das müssen wir auch dazu sagen. Leute, ich muss echt sagen, das Ganze hier war wieder ein sehr, 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 sehr erfolgreicher Part für uns. Das können wir nicht anders sagen, denn es ist so. Wir nehmen diese Ammo hier. Ich hoffe, auch euch hat dieser Part gefallen. Wir haben es Nacht werden lassen hier tatsächlich. Uns umgesehen und schon das ein oder andere erreicht. Hier in der Nacht. Aber es gibt noch so viel mehr zu tun. Ah, wo bin ich jetzt? Hallo, ich wollte eigentlich den Part beenden und nicht hier noch was entdecken. Donkey Kong. Ja, ich brauche aber ein Wechselfass. Das ist euch schon klar, Freunde. Das ist, aua, jetzt lass die Scheiße da mal. Ist das was, das ich nur am Tag machen kann, oder wie? Ja, was es mit diesem Fass auf sich hat und so. Weiß ich halt nicht. Leute! Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie ich schon gesagt habe. Moment, hier ist ja eh ein Wechselfass. Was mache ich denn?
Warum spielst du jetzt dieses dumme Lied, wenn ich groß werden will? Moment mal, das interessiert mich jetzt. Vor allem haben wir jetzt hier diesen blauen Schalter freigeschaltet. DK, du erledigst das noch schnell. Jetzt sind wir gespannt. Wie ein Schnitzel. So, so, so. Hoch da. Genau. Was ist jetzt hier? Wow. Drei Schalter oder wie? Und die, da oben noch ein Ballon? Wo die letzten Bananen für Donkey Kong drin sind. LOL! Ah, okay. Siehste? So. Drei Schalter. 1, 2, 3. Das sind mal so Knobel abgebildet. Aua. Na gut, dann vielleicht mit der 2 anfangen. Yes. 2. Okay, also 2 ist mal das erste. Sowas kennt man ja auch. 2. Dann muss es ja 1 sein. Bitte. Mach doch! 1. 3. Ja. Ja gut, dann 2, 1, 2. 2 muss nur rumexperimentieren. Komm, dreh dich richtig, bitte. Eins. Zwei. Was? Dann halt 2, 1, 1. 2. Eins. Ja, vielleicht hätte man diese Kombination auch irgendwo rausgefunden, draußen vom Level. Nochmal. 1. Zwei, 1, 1. Und jetzt 3. Drei. 2, 1, 1, 3. Zwei. 2, 1, 1, 3, 2. Alles klar. Jetzt haben wir hier eine coole Banane verdient. Nice, oder? Lästig. Ist cool. Wahnsinnig cool. Sehr cooles Rätsel. Ja, die Kombination, die wäre mit Sicherheit irgendwo gestanden, Freunde. Verkopft euch nicht. Und sonst, ja, ihr habt es ja gesehen, man kann es eigentlich ganz einfach aus selbst ausprobieren. Was machst du denn, liebe Tiny? Reiß dich zusammen. So, jetzt müssen wir hier nur noch raus. Alter, ich hätte den Part schon längst beenden sollen. Ja, ist halt heute ein bisschen länger. Stört euch auch nicht, oder? Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen oder so. So. Super erfolgreich war das Ganze heute wieder, Leute. Actionreich und gruselig, Mann. Super. So muss das sein, oder? Life sick. So. Her damit. Ist das Donkeys Banane? Ernsthaft? Oh, nein. Schnell darüber. Mit dem DK. Aber Leute, auch wenn wir jetzt Nacht haben und schon das ein oder andere gefunden haben, ist dieses Level natürlich noch längst nicht fertig. Es gibt noch viel zu entdecken hier. Aber für heute
Lassen wir es gut sein. Und der arme Didi hat immer noch nichts, Mann. Komm, wir brauchen ein bisschen Love für Didi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Happy Gaming und viel Spaß beim Bananenfressen.